Hallo und herzlich willkommen zurück in der Killer-Lobby, liebe Nebelwanderer. Wir spielen heute die Legion und ohne große Umschweife legen wir los mit unserer Ausstattung. Da haben wir als erstes beständig ein Perk vom Hinterwäldler, was uns 50% resistenter macht gegen Palettenbetäubungen. Anschließend, was sehr gut synergiert mit beständig, Zorn des Gespenstes. Dass, wenn ich zwei Paletten zerstöre, bekomme ich zwei Zähler und die dritte Palette, die ich dann auf den Kopf bekommen würde, wird sofort zerstören. Betäubt werde ich weiterhin, aber durchbeständig ist dieser Cooldown relativ kurz und kann sehr schnell weiterjagen. Als nächstes, um nochmal etwas besser Paletten zerstören zu können, ist brutale Stärke am Start vom Fallensteller. 20% schneller zerstören ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Hinzu kommt noch ein Antigeneratoren-Perk und zwar Überladen vom Doktor. Wenn ich einen Generator trete, wird er nach und nach auf 130% Gen-Regress hinaufgestuft von 85% startend. Dies geschieht in den nächsten 30 Sekunden. Danach immer weiter mit 130% Regress. Außerdem wird, sobald ein Survivor an den Generator herangeht, wird ein angeblich schwieriger Skillcheck ausgelöst. Wenn dieser nicht bestanden wird, dann haben wir 4% zusätzlichen Rückgang zum eigentlichen Rückgang. So, als nächstes haben wir dann noch Addons, selbstverständlich dabei, und wir mögen ja keine Paletten, haben wir schon an den Perks gesehen. Da haben wir zum einen den schillernden Button. Dieser hat den Effekt, wenn ich mich in die wilde Raserei begebe und dann über eine Palette kletter, springe sozusagen, wird sie sofort zerstört. Heißt, wir können sogar relativ schnell Zähler auf unser Perk Zorn des Gespenst aufbauen. Und hinzu kommt noch Julies Mixkassette. Ich habe die schon mal gehört, sind richtig geile Powerballaden mit düsterem Rock. Super, super, super. Wenn die Legion während einer wilden Raserei betäubt wird, was eventuell häufiger mal vorkommen könnte mit diesem Bild, dann wird unsere Stärkeleiste für unsere Fähigkeit direkt wieder aufgefüllt. Also, ihr merkt, ich mag gar keine Paletten als Legion. Ich habe alles mit oder viel mit, um Paletten den Garaus zu machen und den Überlebenden vielleicht das ein oder andere Mal doch beizubringen, wie schmerzhaft es sein kann, eine Palette zu schmeißen. Wie das Ganze auswirkt, wie ich damit vielleicht die Runde rocke oder komplett versage, das sehen wir jetzt. Viel Spaß! Auf dem Kohlelager. So, so, so. Die Map wurde sich gewünscht. Das ist nicht die zweigeteilte Map. Ich habe schon Kratzspuren gesehen. Uiuiui. Was ist denn mit euch nicht in Ordnung? Ihr wollt es direkt wissen, hä? Dankeschön. Die werden wir nicht kriegen. Ah! Ah, da hinten ist er. Den müssen wir weg. Ja. So. Wäre nicht schlecht, wenn wir hier hinten so ein bisschen unser Reich aufbauen. Oh nein, jetzt bin ich übelst weit geflogen. Ups. Scheiße.
Alles kein Problem. Natürlich habe ich sie getroffen. Natürlich habe ich sie getroffen. Die ist so ein bisschen eventuell das schwächere Glied hier. Eventuell. Menschenskind. Da hinten habe ich jemanden gesehen. Okay, alles klar, super. Ha. Verkackt. Gut. Das war der Leon. Das war Leon. Das war der Leon. Ist nichts, okay. Wir müssen wieder rüber. Die werden in jedem Moment versuchen zu retten. Sehr wahrscheinlich. So wie ich die Kleinen kenne. Und wir müssen unsere Seite hier ein bisschen sauber... Nee, bringt nix. Bringt nix. Wir dürfen nicht so weit weg. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Ich fürchte keinerlei Paletten. Keinerlei Paletten. Eigentlich ist das scheiße, was ich hier mache. Da oben muss ich hin. Die ist tot, wenn ich die kriege. Ich muss jetzt alles dran setzen, dass ich die kaputt kriege. Die wollten... den Pellet safe machen. So, Leute. Das ist, da ist die Feng.
Die ist auch tot. Die sitzen auch schon wieder zu zweit da dran. Sprintboost. So, der ist auch schon mal weg. So, die Feng ist, glaube ich, tot, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich mich nicht ganz da irre. Ja, ja, ja. Ihr glaubt doch, hä? So, der hat seinen Sprintboost schon verkackt, deshalb kommt er jetzt nicht weg. Die andere ist hochgelaufen. Da. Ich wollte doch sagen, ich habe doch jemanden gesehen. Unbeugsam. Leon. Der Leon, der zieht das alles nur hinaus. Nein, also. Resümee. Unser Perk-Bild hat gut funktioniert. Die Leute haben sich diese Map gewünscht, was uns sehr, sehr, sehr in die Karten gespielt hat. Was uns wirklich sehr in die Karten gespielt hat. Sie ist klein. Verhältnismäßig wenig Paletten im Vergleich zu den ganzen... Es ist nicht zu glauben, ne? Man selber probiert vom Haken zu kommen immer. Es klappt nie. Kommt einmal. Kommt einmal jemand. Da ist er. Es kommt einmal jemand. Versucht vom Haken zu springen. Oh, jetzt ist Schluss. Meine Fresse. Ist ja furchtbar. So ein Glück. Gut, so. Also, nochmal. Resümee. Der Leon hat mich leider unterbrochen durch seiner, durch seinen Selbstsave sozusagen. Wenn die jetzt auch runterspringt, ne, flippe ich aus. So, wo ist er denn? Jedenfalls, unser Perk-Bild. Unser Perk-Bild hat gut funktioniert. Unsere Add-ons haben gut funktioniert. Alles im All, muss ich sagen. Zorn des Gespenst. Dadurch haben wir die Fängen bekommen an der Kilöten-Palette. Brutale Stärke war halt ein richtig gutes Gimmick, um schnell Paletten zu zerstören. Also, alles im Allen, haben sie sich selber ein eigenes Tor durch die Map-Wahl geschickt. Ja, und da melde ich mich in der Schlusslobby nach der Runde. Viermal schillernd. Erbarmungsloser Killer, wir haben es bekommen, aber habt ihr gesehen, das kann nicht wahr sein. Ich habe nie Glück, wenn ich selber vom Haken springen will, es ist unglaublich. Aber wie dem auch sei, wir haben 4 Kills gemacht. Es hat alles in allem, hat wirklich gut funktioniert. Wir haben leider diese Tatsache mit unserem schillernden Button, haben wir relativ wenig benutzt. Da hätte man wahrscheinlich mehr rausbekommen können. Wir haben sehr vieles mit brutale Stärke eigentlich zerstört. Zorn des Gespenst war jetzt auch nicht so häufig vom Aussatz, vom Einsatz her. Aber ich denke, alles im Allen hat alles sehr gut synergiert. Überladen hat ein bisschen die Generatoren zurückgehalten. Also, ich würde sagen, ein lohnender Gewinn. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Overplayed and out.